Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 2. Juli 2018. Mit einer neuen Web-Anwendung können sich die Berliner künftig auch mobil über die Qualität der Badegewässer informieren. SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kolat präsentierte die Bade-App am Montag gemeinsam mit den Berliner Wasserbetrieben, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales und der Technologiestiftung Berlin. Unter www.badegewässer-berlin.de gibt es ab jetzt aktuelle Daten über Bakterienkonzentration, aber auch Wassertemperatur. Dabei ermöglicht ein einfaches Ampelsystem den schnellen Blick, ob die Badestelle unbedenklich ist. Außerdem enthält die Bade-App Prognosen für Badestellen an Flüssen, die durch Mischwasserüberläufe bei Starkregen beeinflusst werden. Jetzt, wo die Sommerferien vor der Tür stehen, können die Berlinerinnen und Berliner von zu Hause aus über einen Online-Service sehen, wo sie unbedenklich baden können, an welchen Badestellen. Und gerade wenn es heiß wird, ist es ja wirklich ganz schön, dass wir überhaupt in Berlin 39 Badestellen haben. Ist schon wirklich eine ganz tolle Sache. Und jetzt können die Bürgerinnen und Bürger auch online feststellen, welche Badegewässer eben wirklich auch qualitativ gut sind. Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei nach einem Mann, der versucht haben soll, eine junge Frau zu vergewaltigen. Wie die Polizei berichtet, verfolgte der mutmaßliche Täter in den frühen Morgenstunden des 24. März eine 19-Jährige aus dem U-Bahnhof Hermannstraße heraus und griff sie sexuell motiviert an. Der gewaltsame Übergriff ereignete sich gegen 4 Uhr am Arbeitsplatz der jungen Frau, einem Ladengeschäft in der Hermannstraße. Nur der heftigen Gegenwehr der Angegriffenen ist es zu verdanken, dass der Unbekannte von ihr abließ und anschließend flüchtete. Hinweise zu dem abgebildeten Mann nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Der Berliner Flughafen Tegel bleibt für die Betreiber trotz der Air Berlin-Pleite ein Gewinnbringer. Im vergangenen Jahr lag der Überschuss bei 112 Millionen Euro, wie aus dem Geschäftsbericht der Flughafengesellschaft hervorgeht, der Deutschen Presseagentur vorliegt. Im Jahr 2016 waren es 118,8 Millionen Euro. Der Rückgang um knapp 6% ergibt sich aus der Insolvenz der Air Berlin im August 2017. Im Gesamtjahr starteten oder landeten dadurch nur noch 20,4 Millionen Passagiere in Tegel, 3,7% weniger als 2016. Das drückte auch auf die Einnahmen abseits des Fliegens, etwa beim Handel und beim Parken. Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg betreibt außerdem den Flughafen Schönefeld und baut an dem Standort den künftigen Hauptstadtflughafen. Die jahrelangen Verzögerungen und Kostensteigerungen bei dem Projekt belasten die Bilanz des Staatsunternehmens. Trotz eines positiven Ergebnisses im laufenden Geschäft stand unterm Strich ein Verlust von 83,6 Millionen Euro. An Deutschlands größtem Sozialgericht in Berlin liegen noch rund 16.000 Klagen zu Hartz IV. Jeden Monat gingen rund 1.200 neue Verfahren ein, sagte Gerichtssprecher Markus Hove der Deutschen Presseagentur. Bis Ende Juni erreichten insgesamt rund 14.500 neue Klagen das Gericht, davon etwa 7.200 zu Hartz IV. Das sei zwar immer noch viel, doch jetzt könnten bei Streitigkeiten zur Grundsicherung für Arbeitssuchende mehr Klagen erledigt werden, als neue eingingen. Den Höhepunkt der Klagewelle gab es im Jahr 2010, als rund 30.300 Fälle neu registriert wurden. Derzeit werden laut dem Sprecher viele Klagen aus dem Jahr 2014 abgearbeitet. Dabei gehe es häufig um vorläufig gezahlte Hartz-IV-Leistungen, vor allem an Selbstständige. Es sei aber niemand in seiner Existenz bedroht, unterstrich der Sprecher. Das Gericht kämpft seit Jahren gegen die nun etwas abebbende Flut von Hartz-IV-Klagen. Jeder Richter am Berliner Sozialgericht entschied laut Justizverwaltung 2017 rund 290 Fälle. Da die Zeugnisse nicht immer alle Erwartungen erfüllen, hat die Bildungsverwaltung ein Sorgentelefon für Eltern und Schüler eingerichtet.
Die Telefone sind am 4. Juli von 10 bis 13 Uhr besetzt und unter der Nummer 030 90 227 5837 zu erreichen. Die Zeugnisvergabe sei für viele Familien ein besonderer Tag, an dem Lob, Anerkennung und Unterstützung ganz wichtig seien, sagte SPD-Bildungssenatorin Sandra Scheres. Wenn die Noten nicht den Erwartungen entsprechen, sollten Eltern, Lehrkräfte und Schüler gemeinsam die Ursachen ergründen, damit gezielt Hilfestellung gegeben werden kann. Den Zeiten entsprechend hat Bogdan Radosajewitsch seinen Abschied von Alba Berlin nach 2 Jahren in der Hauptstadt via Instagram bekannt gegeben. Es waren 2 Jahre mit vielen Tiefs, aber noch mehr Höhen, eine Zeit, die ich nie vergessen werde. Hiermit bedanke ich mich bei allen, die mit mir auf dem Feld gekämpft, aber vor allem auch bei denen, die hinter uns standen. Danke an das Management, dem Team hinter dem Team und allen, die uns auch neben dem Feld unterstützt und begleitet haben. Wohin der Center wechseln wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Toni Leistner, der frühere Abwehrspieler des 1. FC Union Berlin, wird künftig für den englischen Zweitligisten Queen's Park Rangers spielen. Wie der Londoner Verein am Sonntag mitteilte, erhielt Leistner einen 3-Jahres-Vertrag. Am 28. Juli wird der 1. FC Union in einem Vorbereitungsspiel im Stadion an der Ludfers Road bei den Queen's Park Rangers antreten. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es meist sternenklar. Die Tiefstwerte liegen um die 12 Grad. Auch am Dienstag erleben wir den Hauptstadthimmel überwiegend wolkenlos. Bis zum Mittag steigt das Quecksilber dabei auf bis zu 27 Grad an. Und der Blick auf die kommenden Tage. Auch am Mittwoch ist es mit bis zu 27 Grad noch einmal richtig warm und sonnig bei uns. In der Nacht zu Donnerstag zieht es sich dann etwas zu und so ist es dann am Donnerstag selbst und auch am Freitag meist wolkig. Und die Tageshöchstwerte liegen nur noch zwischen 22 und 23 Grad. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit fällt aber nach wie vor gering aus. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.